Dann können wir jetzt die Diskussion eröffnen und Martin würde dann mit dem Mikro rumgehen. Ja, dann ich habe zwei Fragen, und zwar einmal die langen Schatten des Ordoliberalismus. Also da ist ja ein Punkt stabile Geldpolitik. Bist du der Meinung, das findet gerade statt? Also, weil an sich ja ganz schön viel Geld in Umlauf gebracht wird. Und zweitens, hier geht es ja, also du hast jetzt die Faktoren für die deutsche Politik, aber also zum Beispiel letzte Woche habe ich zum Beispiel auch hinterher überlegt, an welchen Stellen findet da deutsche Machtpolitik statt? Also wurde ja quasi die ganze Struktur erläutert, ne? Aber wo gibt es quasi, ja, also weißt du, worauf ich hinaus will? Also wo konkret deutsche Machtpolitik stattfindet? Okay. Ja, ich habe auch zwei Fragen, und zwar zum einen, genau, das knüpft so an das, diesen letzten Punkt noch mit der, so ein bisschen mit der Organisierung der Zustimmung an. Also ich beschäftige mich relativ stark sozusagen mit der Innenpolitik der deutschen Regierung, und da habe ich so den Eindruck, dass zum einen es jetzt im Gegensatz zur Europolitik ja schon sozusagen so eine Politik so des nationalen Konsenses gibt, dass die Regierung versucht irgendwie kontroverse Themen möglichst sozusagen zu vereinnahmen, zu schauen, dass es nicht zu starke Polarisierung gibt und so weiter, und eigentlich kaum eine richtige eigene Agenda sichtbar ist, also sehr pragmatisch nach Umfragewerten orientiert wird, Politik gemacht wird und so weiter. Und das steht ja schon im gewissen Widerspruch, oder wie lässt sich sozusagen diese Diskrepanz erklären, zu der Europolitik, denn einerseits ja ganz klar auf so ein kompromissloses Durchregieren von Wirtschaftsinteressen setzt, was in der Innenpolitik ja nicht so zu finden ist. Und könnte man vielleicht zweitens sagen, dass die klare Agenda, die es in Deutschland selbst gar nicht so unbedingt gibt, eigentlich die sozusagen die Austeritätspolitik und globale neoliberale Politik der deutschen Regierung ist. Und eine zweite Frage, das knüpft nochmal an den Punkt mit Verständnis vom Staat an. Also ich hatte jetzt den Eindruck, dass du, auch wenn du diesen Staatsbegriff so eingeführt hast, der relativ oft dann doch von der deutschen Politik oder dem deutschen Interesse oder so gesprochen hast. Und da würde mich nochmal interessieren, vielleicht so ein paar Hinweise, also welche Kapitalfraktionen oder vielleicht sogar auch Einzelkapitale sind es denn konkret, die vermittelt über welche Staatsapparate zu dieser Politik beitragen? Noch weitere Fragen? Gut, dann können wir schon mal mit deinen Antworten anfangen und machen wir wie immer, also unabhängig davon, wer der Vortrag hält, werden dann die Fragen von beiden Referenten beantworten. Stefan, magst du anfangen? Zu der, ob die eine Politik des stabilen Geldes stattfindet, das wird ja das nächste Mal Thema sein. Also was die Rolle der Europäischen Zentralbank, die dieses Geld ja produziert. Tatsächlich, aber das kann man ja schon sagen, dass es da einen Gegensatz gibt in Europa. Der geht ungefähr so: Bundesbank gegen den Rest, oder sagen wir Bundesbank gegen die Europäische Zentralbank. Das liegt auch vor dem Bundesverfassungsgericht, dieser Streit. Da geht es genau um sowas wie, was du, glaube ich, gerade gesagt hast, mit viel Geld drucken und so weiter. Da stoßen zwei Interessen aufeinander. Letztlich ist die Position der Bundesbank und zum Teil auch der Bundesregierung, war es auch vorher, dass sie gesagt hat, die Länder, die ohnehin schon pleite sind, sollen halt ganz viel sparen und sollen keine Hilfe erwarten. Und Schritt für Schritt wird dann halt auch klar, dass darüber diese Länder ruiniert werden und darüber eben auch das ganze Euro-Projekt ruiniert wird. Deswegen wird davon dann auch wieder abgegangen. Aus diesem Hin und Her erklärt sich dann
die Politik der Europäischen Zentralbank, die dann einfach das nächste Mal, das kann man sich nächstes Mal noch genauer angucken. Aber auf jeden Fall wird tatsächlich versucht, durch eine massive Ausweitung von Krediten die Geldstabilität zu retten vor der Pleite einzelner Staaten. So, das ist es. Ja, genau, das mit dem stabilen Geld hat jetzt Stefan beantwortet. Wo findet konkret die deutsche Machtpolitik statt? Also im Prinzip müsste man sich angucken, an welchen Stellen wurde wie die Punkte oder die Pakte durchgesetzt, die Stefan letztes Mal referiert hat. Also zum Beispiel die Hilfspakete für Griechenland, da hat sozusagen Deutschland immer verzögernde Rolle gespielt, hat immer gesagt, nein, nein, keine Hilfspakete, hat sozusagen das auf die lange Bank geschoben und damit den Druck erhöht, um dann bestimmte Gegenleistungen durchsetzen zu können. Da kann man sagen, hat Deutschland konkret Macht sozusagen Politik ausgeübt, also um dann mitzubestimmen oder wesentlich bestimmen zu können, unter welchen Kriterien werden denn diese Hilfspakete geschnürt. Durchgesetzt hat sich auch zum Beispiel Deutschland an dem Punkt, dass Frankreich eigentlich kein Interesse daran hatte, IWF mit ins Boot zu holen. Also heute kennen wir die Troika als sozusagen Dreigestirn von EZB, IWF und EU. Und Deutschland hat darauf gedrängt, dass der IWF dabei ist, weil sie natürlich Erfahrung haben mit Strukturanpassungsprogrammen aus den Verschuldungsprozessen, die in den 80er und 90er waren, also vor allem lateinamerikanische Länder, und hat einfach darauf gesetzt, dass der IWF da unter anderem Griechenland stärker eben knechten kann. Also da hat sich Deutschland auf jeden Fall durchgesetzt. Dann an manchen Punkten kann man auch ganz eindeutig sehen, wie sich Deutschland insofern durchgesetzt hat, dass sie europäische Institutionen umgangen haben. Also sie haben versucht, bestimmte Pakte, die dann hinterher schon auch gemeinsam beschlossen wurde, im Wesentlichen vorher festzuklopfen mit Frankreich. Also sie haben sich einfach mit Frankreich erstmal gutgestellt und bestimmte Sachen vorbesprochen, wenn Frankreich was nicht haben wollte, ihnen sozusagen Zugeständnis gemacht und hinterher wurde dann gemeinsam darüber diskutiert und da hat ganz einfach Deutschland zum Beispiel versucht, diesen großen Kreis an Diskussionspartnern auszuboten. Und was jetzt, glaube ich, dass der nächste Punkt sein wird, das steht auch in den Koalitionsvertrag drin, dass ähnlich wie Deutschland es geschafft hat, ihre eigene Vorstellung von Wirtschaftspolitik unter anderem in die Verfassung der EZB einzuschreiben, dass sie versuchen wird, das, was jetzt in den unterschiedlichen Pakten zwar verrechtlicht ist in irgendeiner Form, dass sie versuchen werden, Teile davon in eine Reform der EU-Verträge einzuschreiben. Also das hat Angelika Merkel schon seit mehreren Jahren versucht oder immer wieder gesagt, dass das eigentlich auf der Agenda steht. Und da ist die Frage, inwieweit sich die anderen Staaten darauf einlassen werden. Da wird sozusagen genau diese Punkte dann eben quasi EU-Regelwerk und kann nicht einfach wieder normal ausgesetzt werden. Mit den deutschen Interessen, da könnt ihr vielleicht auch noch nachher nochmal hier auf diesem Tisch da drüben, da gibt es eine Studie von Thomas Sablowski und Friedrich Heine, die untersuchen die Position der deutschen Industrieverbände. Und das Interessante ist halt, dass es da eigentlich fast keine Widersprüche gibt. Also sowohl zwischen dem Bankenkapital und dem Industriekapital, also wo man denken könnte, okay, zwischen verarbeitender Industrie und den Banken gibt es irgendwie Widersprüche. Die ziehen eigentlich an einem Strang, weil die Unternehmen eben genauso Interesse daran haben, dass sie nach wie vor an billiges Geld rankommen, über die Finanzmärkte. Und alle haben eigentlich in unterschiedlichen Nuancen Interesse daran, A, dass der Euro weiter existiert und B, dass gerettet wird unter eben starker Kontrolle, wie das passiert. Und da gibt es sozusagen keine großen Unterschiede. Die einzigen, die so ein bisschen ausscheren, sind die Familienunternehmen oder der Verband der Familienunternehmen, die da
sozusagen dann anderen oder teilweise sehr eurokritisch sind. Aber sonst sind eigentlich die Unternehmen da, tragen das alles mit. Unter anderem eben aber auch deshalb, weil die Gewerkschaften ja auch alles mitgetragen haben. Das heißt, wenn die deutschen Gewerkschaften vielleicht von unten mehr Druck gemacht hätten in der Krise, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders ausgesehen. Aber Hans-Jürgen Urban zum Beispiel, der ist bei der IG Metall einer der sozusagen strategischen Köpfe, der spricht vom Wettbewerbskooperatismus. Das heißt, dass die Gewerkschaften und die Lohnabhängigen sich eben einbinden lassen, genau in eine Strategie, die auch die deutschen Unternehmen mittragen. Von daher gibt es da sozusagen natürlich Widersprüche, sowohl zwischen Kapital und Arbeit als auch innerhalb von den Kapitalfraktionen. Aber wenn man sich das hinsichtlich der Frage des Euros anschaut, da passt da eigentlich fast kein Blatt zwischen die unterschiedlichen Kapitalfraktionen. Von daher ist eher die Frage dann, ja, vielleicht lasse ich da erstmal, vielleicht kann man da nochmal nachhaken danach. Ja. Ja, ich wollte was fragen. Letzte Woche Dienstag war ich ja nach hier, weil da war ich nicht bei dem politischen Gegner. Da hat Hans-Werner Sinn gesprochen von der Leibniz-Gesellschaft in einem sehr vollbesuchten Saal in der Urania. Und genau, der wird ja sehr als Experte immer rangezogen in den Medien zur Krise. Und der hat einmal sehr rassistisch polemisiert, auch gegen Griechenland, also das wird ja hier auch öfters aufgegriffen und kritisiert. Und zum einen hat er eben sozusagen auch noch mal erwähnt, wie Griechenland doch betrogen und gelogen hat, als es darum ging, dass sie am Euro teilnehmen konnten. Und dass irgendwie Griechenland, als sie dann den Euro hatten, sich total verschuldet haben mit billigen Krediten. Also da hat er sehr gegen gewettert. Und hat natürlich ansonsten die Leistungsbilanz und die BRD-Politik sehr gelobt und hat aber auch erwähnt, was hier heute irgendwie auch Thema ist, dass ja so ein europäischer Staat fehlt und dass das so ein großer Fehler gewesen wäre, also erst den Euro einzuführen ohne einen europäischen Staat. Und da frage ich mich aber so ein bisschen, also jetzt von den herrschenden Kräften oder von der BRD-Politik, also ist es wirklich ein Interesse, einen europäischen Staat einzuführen? Oder was du eben erwähnt hattest, auch mit diesen Mechanismen des organisierten gegenseitigen Misstrauens, ob man sozusagen aus Kapitalinteresse da eigentlich nicht viel stärker Druck aufbauen kann ohne einen europäischen Staat? Also mich würde mal interessieren, wie weit du der Ansicht bist, dass denn die deutsche Politik jetzt funktional ist für die Kapitalinteressen, die Deutschen, oder ob sie sich nicht eher selber ins eigene Fleisch schneiden durch diesen ordoliberalistischen Dogmatismus, sagen wir mal, zum Beispiel bei den Hilfsaktionen für Griechenland, dass Deutschland da so gezögert hat, das hat es ja eigentlich teurer gemacht, oder diese extrem Sparmaßnahmen, die würgen ja die Wirtschaft ab in Griechenland und Spanien, das heißt, da werden im Grunde mehr Hilfszahlungen nötig, also es wäre teurer als das sonst der Fall wäre, oder eben, wo sich die EZB ja auch wieder gegen den deutschen Widerstand dafür durchsetzen musste, dass sie gesagt haben, ja, wir kaufen einfach Staatsanleihen, wenn es nötig ist. Und Deutschland war da vehement dagegen, weil sie gesagt haben, das widerspricht ja unseren Ansichten von Stabilität und so weiter. Also wie weit du das siehst, ob da nicht dieser Dogmatismus eher schädlich ist letztlich. Gibt es noch weitere Meldungen? Gut. Na, eigentlich gehören die beiden Fragen ja fast ein bisschen zusammen. Schneidet sich Deutschland da ins eigene Fleisch, beziehungsweise braucht es einen europäischen Staat? Beides bezieht sich auf die Konstruktion der EU bzw. der Eurozone als halt eine Zusammenfassen von letztlich
konkurrierenden Nationalstaaten, wo Hans-Werner Sinn sagt, man hätte doch erst mal einen Staat schaffen sollen und dann, also diese berühmte Krönungstheorie, erst den Staat schaffen, dann die Währung. Die europäischen Staaten haben sich anders entschieden. Das hatten wir lang und breit in den ersten drei Seminaren letztes Jahr, was daraus für Widersprüche folgen, nicht nur die ganz normalen Widersprüche der Konkurrenz, der ökonomischen, sondern eben auch, dass sich diese Konkurrenz in Gewinner und Verlierer teilt und diese Gewinner und Verlierer souveräne Nationalstaaten sind, die keinen Staat über sich drüber haben. Darüber handelt sich Europa und die Eurozone einige Probleme ein, die, und das hat die Krise gezeigt, tatsächlich den Bestand dieses Gefüges gefährden. Das war ja real gefährdet in der ganzen Zeit, nämlich letztlich deswegen, dass ökonomische Konkurrenz schafft Gewinner und Verlierer. Die Verlierer sind nicht mehr geschäftsfähig, eigentlich müssten sie aussteigen, sie sind pleite. Und die Gewinner sagen, wir zahlen aber nicht dafür. Das war der erste Deutschland, der, also die Bundesregierung hat angefangen mit, wir geben kein Geld für Griechenland. Dann haben sie gesagt, wir machen keinen Euro-Rettungsschirm. Dann haben sie gesagt, Euro-Bonds sowieso nicht. Dann haben sie gesagt, es wird keinen Schuldenerlass für Griechenland geben. Dann haben sie gesagt, es wird keine Hilfe durch die Europäische Zentralbank geben. Bei den meisten Sachen haben sie halt erstmal gesagt, nein. Und dann haben sie gesagt, ja, aber. Das ist halt, das sind halt die Kosten, die so ein Konkurrenzgefüge dann halt auch trägt. Erstens das, weil vielleicht ein gesamtheitlicher Staat hätte A, gar nicht das Problem der Eurozone gehabt. Und B, hätte ein gesamter Staat das vielleicht irgendwie lockerer, geschmeidiger hingelegt, wie die USA das zum Beispiel gemacht haben. Aber was ja letztlich politisch interessanter ist, war genau die Art und Weise, wie sich das deutsche Interesse durchgesetzt hat. All das, was Inge heute erzählt hat, also was wir das letzte Mal hatten, wie Europa jetzt aussieht, und heute haben wir quasi gehört, wie Deutschland mit seinem Hin und Her das dann eben auch Europa formt. Und ich meine, schafft es Deutschland, sich eine massive Machtposition in Europa nicht nur zu haben, sondern auch auszuweiten, allein aufgrund seiner Tatsache, das macht es ja nicht mit der Bundeswehr, allein aufgrund der Tatsache, dass Deutschland gläubiger Nation ist. So insofern bin ich so eine Frage, wer hätte es nicht auch besser laufen können? Weiß ich nicht. Lief gut für Deutschland. Also für die deutsche Machtposition. Und große Schäden durch die Krise haben sie auch nicht gehabt. Ist noch an, ja. Also man kann vielleicht nochmal unterscheiden zwischen einer politischen Union und einer Fiskalunion. Also die beiden Begriffe stehen immer so ein bisschen im Raum, und eine Fiskalunion ist Schäuble zumindest ab und zu mal verbal nicht ganz abgeneigt, also im Sinne von, dass er sagt, okay, wir haften inzwischen über diese Rettungsschirme, also ESM und so weiter, eigentlich schon derart auf für die anderen Euro-Staaten, und wir kontrollieren, das hat Stefan letzte Woche skizziert, im Rahmen dieses europäischen Semesters haben wir auch schon weitreichende Eingriff- und Kontrollrecht über die nationalen Haushaltspolitiken, dass man eigentlich von sowas wie souveränen Nationalstaaten zumindest formal schon gar nicht mehr davon sprechen kann. Und dass man jetzt den nächsten Schritt durchaus machen sollte, also von einer gemeinsamen Steuerpolitik und im Prinzip das, was das europäische Semester vorsieht, radikalisieren. Also da ist durchaus, sieht es die politische Klasse so, dass man diesen Schritt tun könnte. Die politische Union, glaube ich, da gibt es eigentlich kaum Interesse, außer eben bei Leuten, die jetzt das, was ich hier so als politisches Projekt genannt habe und die EU-Integration eben vervollständigen wollen, die hoffen auf einen europäischen Wohlfahrtsstaat. Da werden wir dann wahrscheinlich in der übernächsten Sitzung nochmal konkreter drauf zu sprechen kommen, warum sich auch die Linke genau damit so schwer tut, weil das Problem ist ja, das, was Stefan letzte Woche skizziert hat, hat ja genauso eine krasse Entpolitisierung zur Folge, dass wenn man sozusagen das, was da passiert ist auf dem
ökonomischen und finanzpolitischen Feld übertragen würde auf die anderen Felder, dann müsste das eigentlich, wenn die Deutschen oder wenn die Staaten versuchen wollen, ihre Macht irgendwie zu erhalten, hätte das halt auch eine radikale Entdemokratisierung nochmal zur Folge. Und da ist sagen, die Frage, inwieweit das überhaupt die politischen Eliten wollen. Und natürlich, wie sich die Linke dazu dann auch nochmal verhält, weil auch so eine, selbst die politischen Eliten wollen eben da diesen Schritt nicht unbedingt tun. Und es wird eher so ein weiteres, so ein Flickenteppich geben, dass auf verschiedenen Feldern bestimmte Sachen eben mitgemacht werden und dann versucht wird, immer wieder die eigene Machtposition eben weiter zu stärken. Also das sieht man bei der Bankenunion etc. pp., wo sozusagen bestimmte Schritte gemacht werden und dann Deutschland aber immer wieder versucht, an einer bestimmten Stelle zu sagen, okay, wir wollen an dem und dem Punkt aber die Entscheidungskompetenz nicht völlig abgeben. Mit der Frage, inwieweit dieser Dogmatismus schädlich ist, da würde ich sagen, klar, er war teilweise schädlich insofern, dass zum Beispiel die EZB eingreifen musste, da werden wir dann das nächste Mal nochmal darauf zurückkommen, wo ich sagen würde, klar, sie war dann auch die Institution, die gegen Deutschland eine bestimmte Politik machen konnte. Also ihr zentrales Argument, wo ich auch nicht sagen würde, dass es einfach nur Ideologie ist, sondern es ist wirklich ihre Position. Also sie haben Staatsanleihen aufgekauft, um das Zinsniveau in den gebeutelten Staaten sozusagen zu drücken, weil sie sagen, wir haben unterschiedliche Zinsniveaus, haben aber nur einen Zinssatz und wir müssen sozusagen da eingreifen, damit dass in den Ländern die Kredite billiger werden. Das heißt, da merkt man, da ist dieser Dogmatismus schädlich geworden. Also auch im Sinne eines europäischen Gesamtinteresse des Kapitals. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch, also wenn ihr diese Rede zum Beispiel von Hollande jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, oder nee, Anfang letzter Woche gehört habt, da vollzieht er eigentlich einen interessanten Schwenk genau zu einer Schröder-Politik und eigentlich etwas, was genau dem Ordoliberalismus passt, also dass man eben die Arbeitsmärkte weiter flexibilisieren soll, die Löhne sozusagen nochmal ins Visier nimmt und so weiter. Das heißt, selbst der Gegenspieler, nicht unbedingt, aber sozusagen der mächtigste Staat, der immer eine andere Position vertreten hat, selbst der ist jetzt im Prinzip eingeknickt und vollzieht so eine nachholende Entwicklung, die eigentlich schon in diesem ganzen Pakten, die wir letzte Woche hatten, eigentlich eingeschrieben ist. Gut, da hinten noch eine Frage. Ja, mich hat bei einem Vorredner gewundert, dass der meinte, hier würde keine also wirtschaftsnahe Politik oder hier würde alles so auf Konsens. Da merkt man eigentlich, wie schlecht das Gedächtnis, also ob man also Hartz IV nur als Beispiel, das musste ja gar nicht Merkel machen, das war natürlich der massivste sozusagen Politik der Wirtschaftsinteressen gegenüber dem Erwerbslosen oder vor allem gegen den Lohnabhängigen insgesamt. Das war ja nicht nur gegen die Erwerbslosen, sondern das war gegen die ganze Klasse der Lohnabhängigen. Und das wurden ja auch selbst von kritischen Gewerkschafterinnen innerhalb des DGB durchaus so gesehen. Also es wundert mich halt nur, also wie viele Leute wahrscheinlich so weg von dieser ganzen realen an der Basis sind, nämlich da, wo im Jobcenter tagtäglich sozusagen ja die Gewalt läuft. Also, aber das ist natürlich diese Trennung, also die Leute sind oft nicht hier, umgekehrt sind die Leute, die hier sind, nicht dort. Das ist auch ein Problem, aber das ist die eine Sache. Und dann würde ich nochmal sagen, diese Hartz-IV-Politik, das war natürlich ein deutsches Projekt, auch mit der Volksgemeinschaftlichkeit, so am besten durchsetzbar, weil der Widerstand halt geringer ist. Andererseits die Kapitalisten, also als Klasse, also jetzt nicht als Person, als Klasse, in allen europäischen Ländern haben das natürlich bewundert und wollen das auch durchsetzen. Deswegen wäre doch auch die Frage, ob das deutsche Projekt nicht auch deshalb so erfolgreich ist, weil es eben für das Gesamtkapital am effektivsten ist. Und deswegen, dass man dann auch wieder in diesen Fragen denkt. Und wir müssten uns überlegen,
Also wenn es hier Leute gibt, die es als Linke, ich meine jetzt nicht groß geschrieben, sondern als sozusagen als antagonistische Linke verstehen, sozusagen, wie man das sabotieren kann. Gerade wenn man dann diskutiert, was ist das deutsche Projekt? Ich würde sagen, das ist das Projekt des Kapitals europaweit. Und deswegen, also ob es Hollande oder wie immer das heißt, wenn jetzt der Syriza-Mensch in Griechenland rankäme, wird er das auch machen, weil es gibt eben innerhalb des Reformismus keine andere Lösung. Das wird das doch erstmal zeigen und dass man da erstmal überlegt, ja, Wege zum Bruch mit dem Ganzen, das wäre doch dann die Konsequenz, als wie immer zu sagen, ja, ist wieder ein Sozialdemokrat umgekippt, ja, sondern das ist eigentlich folgerichtig im Sinne des Kapitals. Vielleicht ein bisschen anschließend, weil jetzt auch immer, auch von Stefan, die südlichen Länder immer als Verlierer dargestellt worden sind. Würdet ihr nicht sagen, dass auch in den südlichen Ländern durchaus Gewinner gab? Klar, das differenziert sich vielleicht sehr auf, aber profitiert nicht von der deutschen Strategie nicht nur Kapitalfraktionen in Deutschland, sondern auch Kapitalfraktionen eben in den südlichen Ländern, wer auch immer genau da dazu gezählt wird gerade, wegen der Übertragung der Austeritätspolitik. Und das ist ja sehr wahrscheinlich, dass davon nicht nur deutsches Kapital profitiert, weil die sitzen ja am gleichen Tisch. Sonst könnte man ja sagen, gut, warum ist Griechenland nicht schon längst rausgegangen? Danke. Noch weitere Meldungen? Stefan, dann bist du wieder dran. Ja, nee, zu dem Reden und dem, das ist klar, das ist vollkommen richtig. Nur die Art und Weise, also Agendapolitik und so weiter, dass sich das durchsetzt, weil es auch, sagen wir mal, im Kapitalinteresse ist, setzt sich das europaweit durch. Das geht ja ganz praktisch darüber, dass die deutsche Industrie einfach alle anderen platt macht. Also so, daran merken die anderen dann schon, dass das offensichtlich eine Art und Weise ist, wie man erfolgreich ist, aber gar nicht als geniale Strategie, sondern als Notwendigkeit der Lohnstückkostensenkung, wenn man sonst auf dem Weltmarkt oder zumindest auf dem europäischen Markt nicht vorankommt. Also insofern drücken die sich das alle gegenseitig auf. Wenn der eine Lohnstückkosten senkt, muss der andere halt mitmachen. Also die ist A, gar nicht so genial und B, ist sie auch nicht so neu und so wahnsinnig schwierig ist ja auch nicht drauf zu kommen. Da sind nur bislang immer in vielen europäischen Ländern noch einige Hürden, einige rechtliche Hürden, die elenden Arbeitnehmerrechte. Und insofern hast du recht, dass das in Südeuropa, ich glaube Confindustria oder so, die italienische Industriellenverband, die finden das total gut, die finden, das muss immer erstmal richtig losgehen. Auch in Griechenland haben Unternehmer gesagt, jetzt gehen endlich Sachen, die nie gingen. Und jetzt gehen die auch. Insofern profitieren, logischerweise, dafür wird ja die ganze Fiskalpakt, Stabilitätspakt und Wettbewerbsfähigkeitssause gemacht, damit die Unternehmen wieder investieren und klotzig verdienen. Ganz anderen Inhalt hat die ganze Sache ja gar nicht. Unternehmen sollen viel verdienen und deswegen sollen die Kosten für sie runter, und zwar die Lohnkosten und eben auch die Kosten der politischen Herrschaft, also sprich die Kosten des Staates. Das ist der ganze Inhalt des europäischen Antikrisenprogramms und klar finden die Unternehmen das gut. Dennoch würde ich sagen, und übrigens gibt es da auch Unternehmen, die viel verdienen, auch während der Krise gut verdient haben, als Gesamtheit, deswegen sage ich die Südländer, als Volkswirtschaften, entweder als Volkswirtschaften gemessen oder eben, wenn man sich anguckt, wie sieht deren Staatshaushalt aus, dann muss man sie als Verlierer bezeichnen. Denn, was weiß ich, ein Land kann ja erfolgreiche Unternehmen beherbergen und trotzdem pleite sein. Also, und insofern, ich sage, diese Länder sind die Verliererländer, gemessen am Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Ich würde noch vielleicht einen Punkt noch mal da stark machen. Natürlich gibt es Gewinner, also, und das ist auch sozusagen nichts Neues, dass sich die Unternehmen gefreut haben, dass endlich mal was geht, was vorher nie ging, sondern das war schon vorher so. Also es gibt zum Beispiel einige schöne Zitate von Unternehmensverbänden aus Frankreich Ende der 90er Jahre, also mit Einführung des Euro, wo ja die ersten Disziplinierungsmechanismen durchgesetzt wurden, wo sich die gefreut haben, endlich
können wir was durchsetzen dank des Euro, was wir vorher nie durchsetzen konnten. Und wenn man sich die Frage aber stellt, etwas nicht durchsetzen können, dann ist eben auch immer genau die andere Seite ja schon fast angesprochen. Es gibt Leute, die Widerstand dagegen leisten, also Gewerkschaften, Lohnabhängige in welcher Form auch immer, Jugendliche und so weiter und so fort. Und von daher sind die Staaten, haben die schon Interesse daran, genau teil oder haben mit ein Interesse daran, das durchzusetzen, im Interesse ihres oder der Kapitalfraktionen in ihren jeweiligen Ländern. Aber so einfach wie in Deutschland ging das eben nicht. Und von daher, so wie ich kurz vorher skizziert habe, diese zwei Aufgaben des Staates, also einmal die Organisierung des Gesamtinteresses des Kapitals oder des Kapital als Klasse und auf der anderen Seite die Organisierung von Zustimmung, dass die darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Also dass die Staaten in Griechenland, Spanien und so weiter, die haben ein großes Problem, Zustimmung für die Politik zu organisieren, die sie vollziehen. Was sich gerade darin zeigt, dass sagen der autoritäre oder die autoritären Mittel der Politik immer stärker werden und die Form von Politik, die auf Konsens setzen, immer weniger werden. Teilweise werden die gar nicht mehr angenommen. Also in Spanien zum Beispiel wird ja im Rahmen von solchen Platzbesetzungen auch der repräsentativen Demokratie eine klare Absage erteilt. Das heißt, da wird von unten der Konsens auch aufgekündigt, ähnlich in Griechenland. Und vor so einem Problem sind die Staaten natürlich auch, stehen sie auch. Sie können nicht einfach nur durchsetzen, was im Interesse des Kapitals ist, sondern sie müssen in irgendeiner Form auch noch einen gesellschaftlichen Konsens in ihrer Bevölkerung durchsetzen. Also von daher ist es schon so ein zweischneidiges Schwert. Und was man vielleicht bei den Gewinnen und Verlieren auch nochmal mehr in Blick nehmen müsste, wäre dann eine Form von, oder die Steuerpolitik zum Beispiel. Also weil wir gucken immer relativ schnell auf die Löhne und wie haben sich die Löhne entwickelt, wie findet Lohnfindung statt, die Macht der Gewerkschaften und so weiter und so fort. Aber wo der Staat im Prinzip auch als Monopol der Gewaltsamkeit im Prinzip hier eingreift, ist eben die Steuereinnahmen. Und wenn der Staat einfach die Mehrwertsteuer massiv erhöht, Unternehmenssteuer senkt, dann ist es auch eine Form von Umverteilung, wo einfach mit einer Fabrikbesetzung oder Ähnlichem nicht so einfach was entgegenzusetzen ist. Und das ist auch eine sehr effektive, gerade hinsichtlich der Frage eben, wenn diese Staaten auf längere Sicht hoch verschuldet bleiben, das heißt, die Staaten müssen einen hohen Anteil an ihren Einnahmen einfach nur sozusagen fließt dem Finanzkapital im Prinzip zu, in Form von Zins und Tilgung, und dass das Geld, was da fließt, zu hohem Anteil aus Steuern kommt, dann kann man sich die Frage, ja, wer zahlt denn diese Steuern? Und gerade in Deutschland zum Beispiel sind es eben zu ungefähr 2/3 die lohnabhängige Bevölkerung, die haben sozusagen die Steuerlast. Und ähnlich sieht es eben in den anderen Staaten aus. Und da müsste man sich auch nochmal genauer angucken, wer profitiert ja eigentlich und wer zahlt dafür. Zu Hartz IV und dem Bruch sozusagen mit der EU als einem Projekt des Kapitals, da werden wir wahrscheinlich in der übernächsten Sitzung nochmal genauer dazu kommen, weil das ist zwar einfach gesagt, aber natürlich immer A, schwer zu machen und auch nochmal sehr schwer zu diskutieren in der Linken, die einerseits sehr internationalistisch denkt und wo schon innerhalb der Linken es oft Schwierigkeiten gibt, da sich gemeinsam zu verständigen und darüber zu verständigen, wo eigentlich Widersprüche oder Konflikte liegen. Von daher ist es zwar einfach gesagt, aber selbst so ein Verständigungsprozess darüber, wie das aussehen kann, ist ja gar nicht unbedingt sehr einfach. Und da hoffe ich, dass wir dann vielleicht in 2 Wochen noch mal mehr Zeit darauf verwenden können. Gut, dann würde ich vorschlagen, wenn es noch Fragen gibt, würde ich noch eine letzte Runde machen. Wenn nicht, dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Kommen, bei Ingo und Stefan für die Beiträge und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid,
wenn es um die EZB, also um die Europäische Zentralbank geht.